Susul, besser spät als nie, möchte ich mir heute mit euch die beiden neuen Sets angucken. Und wir werfen als erstes mal einen Blick auf die Grunge-Mode. Grunge ist eine Unterkategorie der Rockmusik. Und darum ist eine komplette Subkultur entstanden und darauf basiert eben hier die Kleidung in diesem Set. Ich finde, es erinnert auch so ein bisschen in Richtung Punk. Ich muss sagen, mir haben die Klamotten großteils sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Die Mütze zum Beispiel finde ich sehr cool, den Beanie. Die Oberteile gefallen mir auch sehr gut. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt diese Aufdrucke mag, die alle so ein bisschen wirklich in diese Richtung gehen, die eher... finde ich, den Stil dahinter vermuten lassen. Ich finde die Farben sehr schön. Ich finde die neutraleren Motive sehr schön. Ich mag die Oversize-Hoodies, aber auch hier die bauchfreien Tops, die wir eben schon gesehen haben, sehr, sehr gerne, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt sogar relativ viel Auswahl für ein Set. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so auf dem Laufenden, wie das so bei den anderen Sets gewesen ist, die sich wirklich nur um Klamotten gedreht haben. Da bin ich nicht so ganz up to date. Aber ansonsten finde ich eigentlich hier wirklich die Auswahl sehr, sehr cool. Ich habe sie euch jetzt tatsächlich nur bei den Frauen gezeigt. Denn bei den Männern sind die Sachen exakt genau das Gleiche. Deswegen habe ich mir das dann tatsächlich letzten Endes mal geschenkt. Wir haben, wie gesagt, für den Kopf, wie ihr das ja auch schon seht, die Beanie-Mütze. Wir haben unterschiedliche neue Oberteile. Wir haben ein neues Outfit mit diesem super coolen kleinen Rucksack auf dem Rücken, den ich sehr süß finde. Unterschiedliche Hosen. Die sind auch so ein bisschen in diese rockige Richtung, franselig und so ein bisschen used, sowohl die Shorts als auch die längere Jeans. Da gibt es noch eine Hose, die mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, an eine Pyjama-Hose erinnert. Finde ich aber auch irgendwie cool. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie gefällt sie mir tatsächlich sogar sehr gut. Und noch eine kurze Hose. Ja, mit der Länge bis zum Knie, wie bei so einer Bermuda-Shorts, haben wir da auch noch. Wir haben tatsächlich auch neue Accessoires. Wir haben neue Ohrringe. Ich glaube tatsächlich, die habe ich hier gar nicht drin, fällt mir gerade auf. Und was wir auch haben, sind neue Fingernägel. Die sind diesmal relativ kurz, gibt es in unterschiedlichen Farben, teilweise sogar zweifarbig mit roten und schwarzen Nägeln. Schuhe haben wir auch und ich muss ehrlich sagen, die Schuhe, die finde ich mit am coolsten. Also alleine für die Schuhe lohnt sich für mich persönlich das Setpack, weil ich liebe sie einfach. Nur die lassen sich auch sehr, sehr gut für Sportoutfits nutzen. Und richtig nice finde ich auch hier diese Radler-Leggings, würde ich es fast nennen. Ich würde sowas im echten Leben nicht anziehen, aber hier gerade die Kombination, das Top, die Shorts in der Farbe mit den hohen Socken. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ziemlich awesome. Und wie gesagt, für die Männer ist das Set exakt bestehend aus den gleichen Sachen. Deswegen habe ich das jetzt nicht nochmal extra aufgenommen. Ja, und kommen wir zu dem Möbelset. Und zwar ist das Leseecken-Set. Da war ich sehr gespannt drauf, denn ich bin persönlich eine absolute Leseratte. Ich lese sehr, sehr gerne. Und ich muss sagen, dass mir die Items, die da drin sind, die Möbel, sehr, sehr gut gefallen. Was ich mega gut finde an den Regalen, die ihr im Hintergrund seht, diese ganzen unterschiedlichen Elemente, die sind alle unterschiedlich individuell in der Höhe an der Wand platzierbar. Gefällt mir richtig, richtig gut, weil man da wirklich sehr individuell mit gestalten kann. Dann haben wir hier eine neue Lampe, die so ein bisschen aussieht wie eine Büroklammer, könnte man fast sagen. Die Vase mit dieser kleinen Kerze, die liebe ich. Das wird definitiv mit eines meiner absoluten Lieblingsdeko-Elemente sein. Und wir haben ja verschiedene kleinere Boxen mit Büchern und Zeitschriften drin, die man auch wunderbar hinstellen kann, die einfach das Haus so ein bisschen kompletter machen, finde ich. Ihr seht es hier zum Beispiel mit diesen viereckigen Bücherteilen, dass man da auch so Treppen quasi mit formen kann. Also ich bin gespannt, was man da tatsächlich mit richtigen Treppen mit bauen kann, dass man die so da drunter stellen kann. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, das auszutesten.
eine schöne Tasse mit einem warmen Kaffee, Kakao oder Tee mit einem guten Buch darf natürlich auch nicht fehlen. Bücherstapel und ja, tatsächlich, das hier ist ein ganz, ganz kleines Wandregal, wo drei Bücher drauflegen. Finde ich auch irgendwie super cool. Wenn man nicht viel Platz hat, das passt einfach tatsächlich überall hin. Eine neue Stehlampe haben wir auch. Ein neues Bildfach an die Wand. Schlicht, aber einfach. Gefällt mir gut. Und auch die neuen Sitzmöglichkeiten finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Wir haben zwei unterschiedliche Sofas, hier auch so ein bisschen gemütlicher mit einer Kuscheldecke. Wir haben einen neuen Sessel. Wir haben dieses runde Regal, diesen runden Beistelltisch. Und wie süß ist bitte dieses Bücherhäuschen da oben drauf. Ich liebe es. Und ja, da habe ich auch nochmal die Vase hingestellt. Und guck mal, unter dem Sofa ist mir erst später aufgefallen, da ist sogar auch noch ein Ablagefach für Bücher. Super praktisch, das bräuchte ich im echten Leben. Ja, einen Couchtisch haben wir auch noch. Auch da passen nochmal jede Menge Bücher rein. Alles in allem sind jetzt die Bücherregale nicht super special vom Aussehen. Sie sind ziemlich basic. Da ist nichts verziert dran. Da sind jetzt keine Dekorationen noch an sich im Regal drin. Aber ich finde, dadurch kann man einfach mit denen auch unheimlich viel anfangen und basteln. Und ich glaube, meine beiden Favoriten aus diesem Pack sind tatsächlich dieses super putzige Bücherhaus und die Kombination aus der Vase mit dem Pampasgras und der Kerze dazu. Das liebe ich einfach total und ich sehe es jetzt schon vor mir, dass das sich in ziemlich vielen meiner Häuser wiederfinden wird. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon versprechen. Ihr Lieben, das ist es schon gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick verschaffen. Habt ihr euch denn eins der Sets geholt? Wenn ja, welches? Oder sind sie vielleicht auch gar nicht zu euch? Ich bin gespannt, bedanke mich fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss!